Am Wochenende ist es schon soweit. Der Super Bowl kommt, Freunde. Ich habe ja alles Mögliche schon gemacht. Ganz genau, heute wird es ein bisschen Hotdog-mäßiger für euch. Ja, ganz genau. Der beste Hotdog-Trick der Welt kommt zu euch. Ganz genau. Ja, am Samstag gibt es natürlich die Hauptfolge. Hallo Leute, na, wie sieht's denn aus? Wie wär's mit ein paar Hotdogs, Freunde? Oh. Ich hab Sven im Super-Gourmet-Koch. Hier ein kleiner Rückblick. Dankeschön für die Brötchen. Ja, gern geschehen. Ja, das ist der Penner. Der hat mir diese Brötchen mitgebracht, ne? Na, irgendwelche Dinger hier, die Harrys Hotdog-Brötchen. 4 Stück extra soft. Vorgeschnitten und dann hier von, halt mal zu, Hot Brioche Rolls, irgendwelche. So soll das dann aussehen hier. Und so hier. Jetzt komme ich mit meinem kleinen Würstchen hier an. Und ich glaube, es wird Probleme geben. Dieses Video richtet sich an alle Leute, die mit solchen Brötchen immer mal Probleme gehabt haben. Denn ich habe eine kleine Idee und eine Lösung dafür. So, packen wir mal aus hier. Kram. Das sind die Standardbrötchen, die es auch auf Kirmes gibt oder sonst wo. Sind irgendwo vorgeschnitten? Ich hoffe, ich mache nicht. Ja, wo sind sie denn vorgeschnitten? So. Meistens habt ihr das Problem, ne? Prängel drin, ne? Dann ist es hier schon, ne? Durchgebrochen. Ich weiß nicht, warum die das so machen, dass das nicht hält, ne? Aber, Freunde, wer diese Brötchen benutzt, dafür gibt es einen Trick. Und den zeige ich euch jetzt. Let's fire the cook and grill for the rest of our lives. Kümmern wir uns erstmal um den Buttermaster. Schneiden wir ein Stückchen ab. So, bleibt noch kleben. Rolle raus. Butter rein, Freunde. Genau, wir machen ein paar Dogs. So, wir tunen das Ganze noch ein bisschen mit Schärfe, ne? Scharfe Butter ist immer gut, ne? Ja, die Schärfe geht ein bisschen weg, ne? Kein Problem. So, jetzt kommt der große Trick. Man schneidet die Wurst einfach nicht ganz durch. Wir müssen ein bisschen aufklappen hier. So. Ich weiß nicht, warum ich da nicht früher drauf gekommen ist. Jetzt hat man da quasi unten eine gerade Fläche und oben quasi so was, wo zum Beispiel Käse reinlunsen kann in die Spalte. Ne? So. Oh, sieht das gut aus, Freunde. Ich klappe mal auf das Gefährt. So, machen wir mal hier der Hotdog, habe ich gesagt. Ich kriege ja wohl hin, ne, den da drauf zu packen. Ein bisschen Abstand hat er. Machen wir mal ein paar Kohlen rein hier in den Klappo. Zack, hier, jawohl. Geht da drauf. Wollen wir mal die Brötchen mit anrösten. Die Brötchen bereiten wir erstmal vor, ne. Haben wir jetzt 2 Funktionen, niedrig oder höher, ne? Ja, einfach nur in den Gitter packen. Butter hier schmolzen. So, da seht ihr schon, da ist die Butter drauf. Reicht, wenn wir die unten ballern hier. So, Zango nehmen, Gitter ab. So, und zack, hier. Planscher drauf gelunzt, Freunde. Jawohl. So, die Dinger gehen ja immer meistens auseinander. Jetzt kommt die Lösung für euch, Freunde. So, Butter drauf, anrösten, zweiten auch noch dazu, bisschen braun machen, Freunde, jawohl, ab die Post. Genau, so, wer kein Bäcker ist, der kann sich die Billigbrötchen holen. So, da sind sie. Bei der Macht vom Bäcker ich habe die Kraft. Auf einem guten Hotdog gehört natürlich ein bisschen Bacon, oder, Freunde? Ja, Bacon schadet nie. Ich lege ein bisschen was drauf auf die Planscher. Na, so muss es sein. So, oh. Bacon, Freunde. Soweit das Auge reicht. Ein Meer des Glücks. Ja, genau, wenn man mit seinem Sohn am Meer steht, dann will man ein Bacon mehr sehen. Um ihm zu zeigen, dass die Welt noch lebt. So, eingepackt die Dinger zum Absaften aufs Tuch. Boah, sehen die gut aus. Perfekt. So, ja, die habe ich aufgeschnitten. Ihr könnt noch mal nachgucken hier. Machen wir erstmal die Unterseiten. So, jetzt guckt euch das mal an. Ich bin nie drauf gekommen auf diesen Wahnsinnstrick hier.
Jetzt kann man die ein bisschen zusammenklappen und dann kriegt sie hier rundum Bräune, ne? Verrückt, Freunde, ne? Guck mal hier. Zack. Da läuft's doch hier. Da läuft's doch unten. Zack, jetzt wird da was anderes ein bisschen brauner. So, ein bisschen zusammenklappen. Mehr Heat. Ich weiß gar nicht, warum ich das früher anders gemacht habe. Ja, jetzt umdrehen die Lümmel hier. Jetzt kann belegt werden. Guck euch mal die Bräune an. Auf einer normalen Platte. Ist ja kein Grill jetzt hier gerade. Ist ja Planscher-Time. Und jetzt kann man da Käse drauf tun. Surprise. Es gibt eine Ritze, wo der Käse sich sappelt. Ganz genau. Zwischen den Beinen hier, wie man sieht. Oh ja. Yeah. Guckt euch diese die Lümmelparade an. Ja, Freunde? Ja. Und der große Trick ist dabei, man kann jetzt alles draufpacken. Ne? Hat es quasi ähnlich wie ein Burger, es fällt nichts runter. So, Freunde. Ist eigentlich quasi der IKEA-Hotdog so ein bisschen neu interpretiert von Onkel Johnny. So müsste er eigentlich sein für den normalen Menschen. So. Brötchen halbiert, mal ganz neue Technik hier, ne? So, machen wir die erstmal hier startklar. Hier, die Hälfte haben wir hier. Legen wir als erstes erstmal hier das Fleisch rein. Tja, Freunde, ne? So eine Wurst habt ihr ja gerne mal zwischen zwei Hälften hier. So, und dann zack, die nächste drauf, geht die Post. Jetzt kann belegt werden. Jetzt hat man endlich Platz hier, was schön draufzulegen. Ich nehme einfach mal ein paar Gurken hier, Freunde. Guck mal hier, da rutscht nichts runter. Tja, meine Güte, warum ich nicht vorher auf diesen einzig wahren Quatschtrick gekommen? Da fällt überhaupt nichts runter. Ja, man saut sich bestimmt die Hand ein, aber es flutscht nichts raus, das Brötchen bricht nicht aus Versehen in der Hand auseinander, so wie man es sonst kennt. So, Barbecue-Soße drauf, ihrer Wahl, Senf oben drüber. Boah, sieht das gut aus, Freunde, ne? Er will so einen kleinen Dogs of War haben hier. So, Röstzwiebeln drauf. Selbst die bleiben dann hängen, ne? Guckt euch das mal an. Guckt's euch mal an. Ach, sogar Bacon kann man draufpacken, ohne Probleme. Einfach nur lümmeln. Und hier gibt's auch nochmal einen kleinen Klecks in die Hälften. Und dann plätschern wir es oben drauf. Zack, jetzt beweise ich euch, wie man so ein Ding essen kann. Genau, ja. Mit dem billigen Brötchen da, ne, die immer auseinanderbrechen. Man ärgert sich jedes Mal aufs Neue. Aber mit dem Trick könnt ihr es essen. Der IKEA-Hotdog-Trick, den IKEA sich nicht ausgedacht hat. Rezept in der Infobox. 1, 2, 3 für euch dabei. Let's treat für euch. Oh ja, yeah, Baby. Es war ein simpler, einfacher Trick, Freunde, aber die meisten kannten ihn wahrscheinlich nicht. Ja, ich probiere jetzt mal den Hengst hier in der Mitte. Außerdem kann man das Würstchen so besser bräunen, wenn es halb aufgeschnitten ist. Aber einsauen tut man sich trotzdem noch, aber man weiß, es rutscht nichts an der Seite raus, also quasi da, wo es nicht rausrutschen sollte. Jetzt beiß rein, Freunde. Nichts so ausgequetscht hier vorne. Probieren wir mal das Brötchen, wenn ich mal da rankomme. Das Gute bei der Technik vorne, es bleibt eigentlich alles da, wo es sein sollte. Und durch diese zwei Würstchenkerben oder Salben, da bleibt alles in der Rinne hängen. Ne? So wie hier der Käse. Er bleibt quasi in der Rinde hängen hier. Ich zieh ihn mal ab. Oh, fantastisch, Freunde. Ach, unser Sternekoch ist wieder da. Hallo. Dankeschön für die Brötchen. Ja, gern geschehen. Ja. Okay, den brauche ich hier nicht zum Probieren. Na gut, ich hab's hingekriegt, aus dem Brötchen noch was zu machen, Freunde. Mal sehen, was mit selbstgebackenen Brötchen so alles möglich ist. Wahrscheinlich sogar noch mehr. Bleibt dran. Ja, ich habe gesehen, wie Johnny das gegessen hat. Sowas macht man einfach nicht. Ein zivilisierter Mensch isst sowas mit Gabel. Und zufälligweise habe ich auch noch Johnnys Messer hier gefunden. Zwar ein bisschen groß, aber
Das geht ja schon. So. So, dann wollen wir es mal betrachten. Ja, die Komposition ist sieht ganz gut aus. Von den schönen Schichten kann man sehen hier. Grün, fleischig und rot. So. Diese Geschmacksexplosion. So delikat hier. Ich frage mich, wie Johnny das gemacht hat. So was sollte ich in meinem 5-Sterne-Restaurant auch mal anbieten. Ja, Freunde. Mit den beiden Dingern gehe ich jetzt ins Bett. Was eine verdammte Aussage. Da will ich mal sagen, ein auf Peter Lustig abschalten für euch, Freunde. Zack. Ganz genau. Naja, ich habe euch mal gezeigt, wie er mit den bescheidenen Brötchen, die immer schnell auseinanderfallen, ich will sie nicht schlecht reden, sie funktionieren ja ganz gut, habt ihr gesehen, wenn man sie halt richtig belegt. Boys and Girls, ballert euch rein, ich hoffe, der kleine Super Bowl Einsatz hat euch gefallen, Samstag gibt's den großen Lümmel.